Was ist ein Verkaufstext? Wie kannst du selbst Verkaufstexten lernen? Kannst du mit Verkaufstexten online Geld verdienen? Und gibt es gute Verkaufstextvorlagen, an denen du dich orientieren kannst? Meine Fragen in diesem Video. Ja, lass mich erst einmal erklären, was überhaupt ein Verkaufstext ist. Ja, Verkaufstexte, die gibt es eigentlich nicht. Sie sind eine Wortschöpfung von Verkaufstextern und ganz genau, streng genommen, gibt es dieses Wort eigentlich auch nicht. Und auch das ist eine Erfindung. Und zwar von Werbetextern aus einem sehr speziellen Segment, nämlich dem Direktmarketing. Direktmarketing ist eine spezielle Werbeform. Sie wird auch Direktvermarktung oder Direktresponsewerbung genannt. Auf Wikipedia steht dazu Folgendes. Als Direktmarketing bzw. Direktvermarktung, also auch Direktresponsewerbung, wird innerhalb der Marketingkommunikation des Marketings jede Maßnahme, also jede Werbemaßnahme bezeichnet, die eine direkte Ansprache des möglichen Kunden mit der Aufforderung zur Antwort enthält. Auf der einen Seite gibt es also Direktmarketing, auf der anderen Seite gibt es die Imagewerbung oder auch Unterbrechungswerbung genannt. Zum Beispiel TV-Werbung, Display-Werbung im Internet, Radio-Werbung und auch Facebook-Werbung zählt dazu. Sie unterbricht dich bei dem, was du gerade tust, zum Beispiel einen Film anschauen und macht auf ein Produkt aufmerksam. Direktmarketing spricht einen Zielkunden an und fordert ihn zum Handeln auf. Das kann ein Kauf sein oder ein Eintrag in den E-Mail-Verteiler oder sich für einen Telefontermin zu bewerben oder sich einen Telefontermin zu reservieren. Ein maßgebliches Element für einen Verkaufstext, das ist also das Call to Action und darauf gehe ich gleich noch etwas näher ein. Damit wir Werbetexte aus dem Direktmarketing unsere Leistung besser abgrenzen können, haben wir uns umbenannt in Verkaufstexter und nennen die Art Werbetext, die wir erstellen, Verkaufstext. Wenn du also irgendwann nach diesem Video dich weiterführend mit dem Thema befasst, dann weißt du jetzt Bescheid. Denn nicht immer wirst du auf diese Bezeichnung treffen, auch wenn von einem Direktmarketing-Werbetext die Rede ist. Aber ich höre dich schon sagen, Mario, alles schön und gut, aber ja, wie lerne ich denn jetzt selbst einen Verkaufstext zu erstellen? Hiermit. Verkaufstexten besteht im Kern aus drei Elementen und ich nenne dir dazu auch jetzt gleich die Fachausdrücke und sie zu kennen, das ist einfach wichtig, wenn du dich weiterführend mit dem Thema befassen willst. Punkt 1, das ist der sogenannte Lead, auf Deutsch der Einstieg. Er besteht aus der Überschrift und den ersten beiden Absätzen direkt nach der Anrede und da gehen wir jetzt einfach mal vom klassischen Werbebrief aus. Zweitens der Bodycopy, auf Deutsch der Fließtext. Hierin enthalten sind Vergleiche, Fallstudien, deine Produktvorstellung, Kundenaussagen, Fallstudien und alles das, was nötig ist, um deinen Kunden vom Kauf zu überzeugen. Und zuletzt folgt der Close, das wäre dann Punkt 3. Das nennt sich auf Deutsch der Verkaufsabschluss. Hier nennst du dein Angebot, du nennst den Preis und sprichst eine Garantie aus, zum Beispiel. Und vor allen Dingen natürlich dem sogenannten Call to Action, einer klaren und deutlichen Handlungsaufforderung, was dein Kunde denn jetzt tun soll. In diese drei Elemente eingebettet findest du die Architektur der Überzeugungskraft. Denn ein Verkaufstext, der sollte eine bestimmte psychologische Abfolge einhalten, um wirksam sein Ziel zu erreichen. Eins meiner großen Vorbilder, das ist Gary Halbert und er bricht diese Architektur auf 7 Punkte herunter. Die nenne ich dir jetzt und dann gehen wir Schritt für Schritt auf jeden einzelnen Punkt ein. Erstens, sag etwas, um die Aufmerksamkeit zu erregen. Zweitens, sag ihm, natürlich deinem Kunden, warum er interessiert sein sollte. Drittens, sag ihm, warum er glauben soll, dass das, was du sagst, stimmt. Viertens, beweise, dass es stimmt. Fünftens, fasse alle Vorteile zusammen. Sechstens, sag ihm, wie er bestellen kann. Und siebtens, sag ihm, dass er sofort bestellen soll. Mit diesem Aufbau kannst du Verkaufstexte erstellen, sogar E-Mails und Verkaufsvideos. Um genau zu sein, ist das die psychologische Architektur für jeden Content, der am Ende eine Handlung beabsichtigt. Gut, dann lass uns einfach mal genauer reinschauen. Fangen wir an mit Punkt 1. Erstens, sag ihm etwas, um die Aufmerksamkeit zu erregen. Dieser Teil fällt wohin? Natürlich in den Lead, also in den ersten Teil.
Wie erreichst du es, dass jemand dir zuhört? Indem du natürlich etwas sagst, was ihn interessiert. Und es ist schlau, genau zu erfahren, was dein Kunde weiß und was er nicht weiß. Das Internet ist dafür eine große Hilfe. Du kannst zum Beispiel eine Keyword-Analyse machen, damit deine Wettbewerber finden, herausfinden, was sie denn diesem Kunden sagen. Du kannst mit den Keywords auch Foren besuchen, zum Beispiel in denen Kunden sich über das Thema unterhalten, was du zum Beispiel anbietest. Ja? Übrigens nutze ich für meine Keyword- und Wettbewerbsanalyse SEMrush. Es ist ein ausgesprochen nützliches Tool, um wirklich, wirklich in der Tiefe zu analysieren und genau herauszufinden, was ich sagen muss, um die Aufmerksamkeit meiner Kunden zu bekommen. Ein Link dazu, den findest du in der Videobeschreibung. Ohne eine Marktanalyse kannst du überhaupt gar nicht wissen, was deinen Kunden interessiert. Wie sollst du denn dann überhaupt eine gute Überschrift finden? Machen wir mal ein kleines Beispiel. Ein Schmerztherapeut bietet Hilfe gegen chronische Kopfschmerzen an. Das heißt, er weiß ganz genau, wie er seinen Kunden helfen kann. Und er weiß, sein Kunde ist weiblich, mindestens Mitte 30. Sie ist geplagt von regelmäßigen Kopfschmerzen, ja, und findet einfach keine Lösung. Wie ist die Ausgangssituation? Erstens, sie kennt ihr Problem. Logisch, sie hat Kopfschmerzen und das ist ziemlich schwer zu ignorieren. Punkt 2 ist, sie kennt jedoch noch immer nicht die richtige Lösung und hat schon einiges ausprobiert, leider ohne Erfolg. Schmerztabletten sind ja auch nicht die ständige Lösung. Und Punkt 3, das wiederum bedeutet ganz klar, sie hat noch nicht die eigentliche Ursache für ihr Problem entdeckt. Ja, wie kann der Schmerztherapeut jetzt an dieser Stelle Aufmerksamkeit bekommen? Ja, es reicht einfach folgende Überschrift. Möglichkeit 1, haben Sie ständig Kopfschmerzen, aber noch keine Lösung dafür gefunden? Möglichkeit 2 ist, endlich eine therapeutische Lösung gegen chronische Kopfschmerzen ohne Medikamente. Ich meine, du kannst dir sicher sein, in beiden Fällen wird die Überschrift genug Aufmerksamkeit ziehen, oder? Bleibt nur noch die Frage, welche besser funktioniert. Das kann man übrigens testen, ist allerdings ein Thema für ein anderes Video. Kommen wir jetzt zu Punkt 2 in der Architektur der Überzeugungskraft. Und der lautet, sag ihm, warum er interessiert sein sollte. Ja, dieser Teil, der fällt immer noch in den Lead, also in den Einstieg. Unser Schmerztherapeut hat mit den beiden Überschriften jetzt seine kurze Aufmerksamkeit erhalten. Übrigens muss ich kurz an der Stelle loswerden. Im Gesundheitsmarkt ist eines ganz besonders wichtig. Als Nichtmediziner darfst du keine Heilwerbeversprechen machen. Unser Schmerztherapeut in unserem Beispiel hier, der ist jetzt aber Mediziner. Seine Lösung, die bekommt aus der auch anerkannten traditionell chinesischen Medizin. Schauen wir uns jetzt noch einmal bitte beide Überschriften an. Überschrift 1 ist problemorientiert. Deshalb sollte jetzt erfolgen, was der Schmerztherapeut überhaupt anbietet und das könnte so aussehen. Wenn Sie unter ständigen Kopfschmerzen leiden und noch immer keine Lösung außer Schmerztabletten haben, kann ich Ihnen womöglich helfen. Hierzu ist es wichtig, dass Sie diesen Text lesen, um herauszufinden, ob die folgenden 3 Merkmale für chronische Kopfschmerzen auf Sie zutreffen. Wenn dem so ist, erfahren Sie hier auch, wie ich Ihnen helfen kann, Ihre Kopfschmerzen ein für alle Mal loszuwerden. Glaubst du, seine Zielkundin, die wird da jetzt weiterlesen? Da kannst du aber sicher sein. Ja, wie ist es denn jetzt mit Überschrift 2? Endlich eine therapeutische Lösung und so weiter. Du kannst denselben Einstieg einfach auch dafür nehmen. Und deswegen kann man wunderbar nur die Überschriften miteinander testen. Vor allen Dingen ist wichtig, gleich zu Beginn einfach klar zu machen, wie du helfen kannst. In diesem Beispiel ist es nachhaltig und ohne Medikamente. Damit sind wir schon bei Punkt 3 in der Architektur der Überzeugungskraft. Sag ihm, warum er glauben soll, dass das, was du sagst, stimmt. Wir sind jetzt an diesem Punkt mitten in der Bodycopy angekommen, ja, also mitten im Fließtext. Hier bringst du deine Expertise, deine Vita, Errungenschaften, Auszeichnungen und alles, was du unterstreichst, damit du als vertrauenswürdig wahrgenommen wirst und auch deine Lösung glaubwürdig ist. Unser Arzt könnte seine Ausbildungen auf dem Fachgebiet Kopfschmerzen erwähnen oder seine jahrelange Forschung auf dem Gebiet unter Hinzunahme von alternativen Heilmethoden und der traditionell chinesischen Medizin und. Was uns damit dann direkt zu Punkt 4 bringt, und das ist Beweise, dass das, was du sagst, stimmt. Für einen Arzt ist es immer verhältnismäßig leicht, Beweise zu bringen. Ja, seine Ausbildung, die bedeutet natürlich auch schon etwas. Seine Forschung und natürlich auch wissenschaftlich, also empirische Studien haben ein hohes Gewicht, die er vielleicht sogar auch selber durchgeführt hat. Für andere können Fallstudien, Tests, Kundenaussagen,
ein deutlicher Beweis sein, dass die Lösung funktioniert. Und ein Tipp, am stärksten funktioniert dieser Teil mit Demonstration. Wann auch immer du also etwas demonstrieren kannst, um deine Lösung glaubwürdig zu machen, solltest du das unbedingt einsetzen. Die besten Verkaufstexter versuchen immer über diesen Beweis zu verkaufen. In Punkt 5 kommen die sogenannten Bullet Points. Hier bist du mitten im Close, also im Verkaufsabschluss. Fasse alle Vorteile zusammen. Bullet Points sind in der Regel Aufzählungspunkte, also klare und kurze vorteilsbezogene Aufzählungspunkte darüber, was dein Kunde bekommt. Hier gibt es übrigens ebenfalls eine kleine Architektur dazu. Und hier nehmen wir nochmal das Beispiel dieser Kundin. Für diese Person zählt natürlich im Vordergrund, diese Kopfschmerzen loszuwerden. Ein weiterer Vorteil könnte aber auch sein, zum Beispiel die Lebensqualität wieder deutlich zu steigern, endlich wieder gelöst mit den Kindern spielen zu können oder ihrem Mann nicht ständig von Kopfschmerzen erzählen müssen, wenn der wieder intim werden will. Wie dem auch sei, folgendermaßen baust du diese Bullet Points auf. Der erste Aufzählungspunkt enthält den Hauptvorteil. Der zweite Aufzählungspunkt enthält den dritten Hauptvorteil. Und der letzte Aufzählungspunkt enthält den zweiten Vorteil. Wenn du also beispielsweise 7 Aufzählungspunkte hast, ist der 7., also der letzte Aufzählungspunkt, also der zweite Vorteil. Das klingt alles ein bisschen komisch, richtig? Warum wird das so gemacht? Ganz einfach, weil Tests aus dem Direktmarketing gezeigt haben, dass Leser auf diese Weise Bullet Points lesen. Sie fangen an mit dem ersten, lesen dann den letzten, lesen dann den zweiten und dann erst den Rest. Und das ist ein fieser Trick, nicht wahr? Und jetzt wird's lustig. Das ist Punkt 6, natürlich mitten im Close. Sag ihm, wie er bestellen kann. Zu oft verlieren angehende Verkaufstexter oder nicht routinierte Verkaufstexter hier einfach die Spannkraft ihres Verkaufstextes. Sie erklären eben nicht haarklein, was der Kunde als nächstes tun soll, um seine Bestellung auszuführen, um diesen Bestellprozess zu durchlaufen. Wenn dein Kunde zum Beispiel online bestellt, dann kann dieser Punkt folgendermaßen lauten. Wenn du gleich auf diesen Button klickst, öffnet sich der Warenkorb. Dort kannst du mit deiner favorisierten Zahlungsart bestellen. Fülle bitte deinen Namen aus, gib deine E-Mail-Adresse an, wähle das Paket, das gewünschte Paket und klicke dann auf den blauen Button Jetzt bestellen. Das ist natürlich eine sehr, sehr klare, eigentlich logische Handlungsaufforderung, aber du glaubst nicht, wie viele Warenkorbabbrüche es gibt, weil genau dieser Teil vernachlässigt wird. Ja? Du wirst jetzt denken, das ist halt eben ganz normaler Menschenverstand. Du darfst bei diesem Punkt aber wirklich nicht von dir selber ausgehen. Versuche immer so zu denken, du erklärst es einem 9-jährigen Kind und das ist keineswegs eine Abwertung für den Kunden, sondern soll dir einfach eine Stütze sein, um immer im Hinterkopf zu behalten, dass du das ganz genau beschreibst einfach. Ja, jetzt fehlt noch der letzte Punkt in der Architektur der Überzeugungskraft. Sag ihm, dass er sofort bestellen soll. Das ist der berühmte Call to Action. Übrigens natürlich, wie eben erwähnt, unter anderem der Teil, der einen klassischen Werbetext, einen Image-Werbetext von einem Direkt-Marketing-Werbetext oder auch Verkaufstext genannt unterscheidet. Du sagst deinem Kunden ganz klipp und klar, dass er jetzt sofort bestellen soll. Das kann dann ungefähr so lauten: Klicke jetzt auf den Button unterhalb des Videos, buche einen Termin in meiner Praxis und schon bald bist du die Kopfschmerzen für immer los. Übrigens kann ein Call to Action auch mehrfach in einem Text vorkommen. Damit ist dein Verkaufstext fertig und einsatzbereit. Herzlichen Glückwunsch! Dann stellt sich natürlich die Frage, kann ich mit einem Verkaufstext online Geld verdienen? Selbstverständlich. Eigentlich ist das Internet ja ein Direktmarketing-Medium. Wenn du mal genau schaust, überall findest du Banner, Button, irgendwelche anderen Call-to-Actions. Egal, was du verkaufst, wenn es im Internet ist, du brauchst Texte. Entweder in Form von Skripten, also für Videos oder Webinare oder als Produkttext, als E-Mail, als Blogbeitrag. Das Internet war und wird auch immer zum größten Teil ein Textmedium bleiben. Mit Verkaufstexten kannst du damit deinen Vertrieb fast vollständig automatisieren. Du kannst natürlich auch Verkaufstexter werden und deine Dienstleistung anbieten, so wie ich das schon seit 10 Jahren tue.
Ich kann nur jedem raten, der online Geld verdienen will, Verkaufstexten zu lernen, denn es ist mehr als nur Texten oder der reine Text. Der Text ist ja nur das Endergebnis. Es ist eine regelrechte Marketing-Ausbildung. Und das führt uns dann zur allerletzten Frage. Gibt es Vorlagen für Verkaufstexte, an denen ich mich orientieren kann? Ja, davon gibt es sogar eine ganze Menge. In der Videobeschreibung habe ich einen Artikel von mir verlinkt und darin findest du wiederum Links zu den Webseiten mit den besten Werbetexten aller Zeiten. Allerdings sind es englische Verkaufstexte und deshalb auch gleich der Link zu meinem Artikel. Darin findest du gleich eine Anleitung, diese Verkaufstexte zu übersetzen, selbst wenn du kein Englisch kannst. Übrigens zum Schluss, ich habe tatsächlich zum Thema Verkaufstexten lernen, Verkaufstexte schreiben, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Es ist mein gelbes Buch. Da ist es. Du kannst es für 5 Euro bestellen. Versand und Verpackung schenke ich dir. Den Link findest du ebenfalls in der Videobeschreibung. Wenn dir mein Video gefallen hat, bitte schenk mir einen Daumen hoch. Wenn dir mein Video nicht gefallen hat, gleich 2 Daumen runter. Wenn du weitere Unterstützung willst, dann klicke bitte auf den Abonnieren-Button und bimmel das Glöckchen. Dann bekommst du alle meine neuen Videos backfrisch duftend direkt mitgeteilt. Bis dahin, bye bye.